Ja, wir sollten uns gesunder ernähren, nur 5-mal in der Woche Burger essen, die Zahnzwischenräume mal wieder reinigen und vor allen Dingen Mutti mal wieder anrufen. Was machen wir stattdessen? Katzenvideos im Netz angucken oder Hunde, die Katzen verprügeln. Die 5 nominierten Videos in der Kategorie Bestes Video, die haben ein bisschen mehr zu bieten als so eine Katze, ja. Die wurden im Netz fast 20 Millionen Mal insgesamt angeklickt. Hier sind die Nominierten. 1 Live, Videokrone 2015. Julian Bam. Joker Tululu. Heute mit einem sozialen Experiment. Und zwar wollte ich testen, wie rassistisch ist Deutschland wirklich? He wrote me a message on German, so could you like just translate it for me? Yeah. He's insulting you, man. It's like, this is a really fucked up message, man. What do you say? Like he's not coming or? No, he's not coming. Okay, it's nothing really nice. You should meet him. He's not nice. He's an asshole. Dinge, die Hipster nicht sagen. Joyce. Vintage-Klamotten, so Secondhand, da schüttelt es mich. Das finde ich so eklig. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was? Was bitte ist ein Hashtag? Hashtag? Nie gehört. Ich wollte jetzt aus Berlin wegziehen. Ach, ich habe gar keinen Bock mehr auf Prenzlauer Berg, ey. Gar nicht mehr. Eine Kastanienallee und so. Ich ziehe nach Halle, an der Saale. Bullshit-TV. Ich bin einfach so krankhaft eifersüchtig und komplett besitzergreifend. Ich könnte einem Mann nie den nötigen Freiraum geben, den er benötigt. So schlimm finde ich das eigentlich gar nicht. Ich würde dir dann einfach direkt fremd gehen. Weißt du eigentlich, wo das Klo ist? Willst du dich eben frisch machen und nachschminken, oder? Nee, ich muss eigentlich schon die ganze Zeit kacken. Mila Adams. Ich bin mir ganz sicher, die Mamas und Papas der Nominierten haben schon mal den Satz gesagt, geh bitte zu Onkel Werner in die Werkstatt, der bietet dir eine Festanstellung an, wenn du ihn darum bittest. Ja? Stattdessen haben sie alles richtig gemacht und sind YouTube-Stars geworden. Hier ist der oder die Gewinnerin in der Kategorie Bestes Video. Ganz ehrlich, alle Nominierten haben es auf jeden Fall verdient. Aber wen haben die 1Live-Hörer gewählt? Joyce Ilk ist gut dabei, Julian Bam, Bullshit TV. Ja, wer liegt vor Julian Bam oder Bullshit TV? Nur noch die beiden sind jetzt im Rennen. Es entscheidet sich jetzt zwischen denen. Wer wird's? Julian Bam! Der 27-jährige Julian Bam gewinnt seine erste 1Live-Krone. Es wird überhaupt erst zum zweiten Mal ein YouTube-Video ausgezeichnet hier. Julian hat 1,5 Millionen Abonnenten bei YouTube. Er macht da Tanzvideos, Slow-Motion-Videos und Musikvideos. Und jetzt holt er sich das Ding. Ja, vielen Dank. Ein Riesendank an meine Community, die für mich gewotet haben. Ein Riesendank an die ganzen YouTuber, an die ganzen Friends, die mich supportet haben, ohne dass ich eigentlich am Anfang wusste, was es mit der Krone auf sich hatte. Ja, ein Riesendank. Ich fühle mich sehr geehrt. Tschüss. Da ist er ganz geflasht, Julian Bam mit seiner Krone. Seine Hobbys sind Zauberei, Skaten und Akrobatik. Ja, und jetzt vielleicht auch Akrobatik mit der Krone oder sowas wie Krone polieren.